Der Tor-Browser ist ein heiß begehrtes Thema. Und deshalb hat mich auch Vodo Wiesel hier auf YouTube in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal den Tor-Browser testen kann. Ich habe schon ein Video zum Tor-Browser gemacht, wo ich dir erkläre, was die Unterschiede zwischen einem VPN und dem Tor-Browser sind und indem ich auch auf die Legalität des Tor-Browsers eingehe. Das findest du hier oben. In diesem Video zeige ich dir allerdings, wie du den Tor-Browser herunterlädst, wie du ihn installierst und was die wichtigsten Einstellungen sind. Viel Spaß dabei! Als erstes musst du den Tor-Browser herunterladen. Und das ist sehr einfach, und zwar geht das auf der Webseite des Tor-Projekts. Und ich nehme dich jetzt mal mit an meinen Bildschirm und zeige dir, wie das geht. Um den Tor-Browser zu installieren, gehst du einfach auf die Webseite des Tor-Projekts. Die habe ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier kannst du dich ein bisschen darüber informieren, was eigentlich der Tor-Browser ist und was du alles mit ihm machen kannst. Die Webseite ist mittlerweile echt schön gemacht und hat viele lustige Bilder. Zum Herunterladen des Tor-Browsers klickst du jetzt einfach auf Tor-Browser herunterladen. Ich bin jetzt hier an meinem Windows-Betriebssystem und entscheide mich also deshalb für die Windows-Version. Im zweiten Schritt installieren wir den Tor-Browser. Auch das ist denkbar einfach und geht bei Windows beispielsweise über eine EXE-Datei. Um den Tor-Browser zu installieren, klicke ich jetzt einfach auf die heruntergeladene EXE-Datei und klicke mich durch den Installer. Da ich nicht unbedingt will, dass jeder auf den ersten Blick sieht, dass ich mit dem Tor-Browser unterwegs bin, deaktiviere ich die Option, den Tor-Browser zu meinem Startmenü hinzuzufügen. Und der dritte Schritt ist, den Tor-Browser einfach zu benutzen. Oder vielleicht machen wir vorher doch noch ein paar Einstellungen. Nun ist der Tor-Browser installiert und wir können uns mit einem Klick mit dem Tor-Netzwerk verbinden. Nicht wundern, das kann ein bisschen dauern, aber die Verbindung sollte nach ein paar Sekunden hergestellt sein. Der Tor-Browser basiert auf Mozilla Firefox, hat aber einige Zusatzfunktionen. Und die wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Hier rechts oben kannst du deine Sicherheitseinstellungen bearbeiten. Standardmäßig ist der Tor-Browser schon ziemlich sicher. Wenn ich mit dem Tor-Browser unterwegs bin, würde ich aber lieber die zweite Option wählen. Die dritte Option, am sichersten, deaktiviert viele Technologien und Funktionen, sodass einige Webseiten möglicherweise nicht mehr funktionieren. Außerdem hast du bei dem Tor-Browser die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick eine neue Identität anzunehmen. Also sprich, einen komplett neuen Browser zu starten, der sich keine Cookies mit der Version teilt, die du gerade offen hast. Dafür klickst du einfach rechts oben auf den Besenstiel und bestätigst dann das folgende Fenster. Wie kannst du jetzt auf Webseiten zugreifen? Nun, das geht genauso einfach wie mit einem normalen Browser. Beispielsweise kannst du eine Suchmaschine deiner Wahl benutzen. Hier ist beispielsweise DuckDuckGo eingestellt. Und nach beliebigen Keywords suchen. Wenn ich jetzt beispielsweise meinen Blog aufrufe, dann siehst du, dass die Webseite relativ schnell lädt und dass ich ganz normal auf die Webseite, also auf die URL von meiner Webseite zugreife. Hier befinden wir uns also noch im sogenannten ClearNet. Aber der Tor-Browser bietet dir ja auch die Möglichkeit, das sogenannte Dark Web zu besuchen. Das muss nicht zwingend illegal sein, denn es gibt auch viele sogenannte Onion-Sites, die komplett legal sind. Ein Beispiel ist die Onion-Version von Facebook. Die wird vom offiziellen Unternehmen hinter Facebook gemanagt und die kannst du über diese Domain aufrufen. Außerdem gibt es weitere Seiten, die du nur mit dem Tor-Browser besuchen kannst. Eine beliebte News-Seite ist beispielsweise die amerikanische Website ProPublica. Hier werden regelmäßig gut recherchierte Inhalte veröffentlicht, die in manchen Ländern eventuell nicht über den normalen Browser erreichbar wären. Ja, das war meine Anleitung zur Installation vom Tor-Browser. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn du technische Fragen hast, denn ich bin immer auf der Suche nach neuen Videoideen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Mach's gut!